Wie du auf Fever Games kostenlos einen Spawner bekommen kannst, das zeige ich dir in diesem Video. Wir sind hier auf City Build 4 und hier beginnt das Ganze auch. Ihr müsst, wenn ihr einen Spawner gewinnen wollt, auf City Build 4 kommen im 5-Jahres-Stream am 20.07. um 15 Uhr. Diesen Samstag um 15 Uhr gibt es nämlich einen großen Stream und ihr könnt euch den Spawner verdienen, indem ihr bei einem Event mitmacht. Ich habe schon einiges bezüglich des 5-Jahres-Streams gezeigt. Wir haben ganz viele Abo-Events, da sehen wir 2 Stück, da sehen wir 1 mit Bannern. Hier haben wir jeweils ein Stack Admin-Items, also ein Stack Beacons und ein Stack Endstein. Hier haben wir noch ein Stack Beacons, ein Stack Endstein, da sind noch 4 Dracheneier dabei. Hier sind noch einige Köpfe. Und wir haben auch noch die ganzen Kisten. Und wir haben auch noch insgesamt 3 Spawner, die rausgehauen werden, beziehungsweise 4 Spawner, die rausgehauen werden, eins hier. Und wir haben auch noch Geldverlosungen und wir haben auch noch andere Sachen, also wirklich, ihr könnt da einiges an Geld gewinnen. Und wie ihr jetzt diesen Spawner gewinnen könnt, das zeige ich euch bei diesem Event. Dieses Event ist ein Wrestling-Turnier, beziehungsweise ein Wrestling-Team-Turnier. Letztes Jahr hatten wir ein Wrestling-Turnier gehabt, da sehen wir hier auch schon, hier haben wir Hatsuki02 beim 4-Jahres-Stream und hier haben wir Z-Knight beim 3-Jahres-Stream gehabt. Und wie gesagt, der 5-Jahres-Stream startet diesen Samstag um 15 Uhr. Schaltet da unbedingt ein hier auf YouTube und da geht's richtig ab. Ja, also hier haben wir auch noch was anderes, das zeige ich euch aber gleich. Das Turnier funktioniert folgendermaßen. Wir haben 2 Teams, wir machen entweder Best of 3 oder Best of 5. Das bedeutet entweder, wer zuerst 2 Runden gewinnt oder wer zuerst 3 Runden gewinnt. Ihr habt ein Team und in diesem Team müsst ihr euch aussuchen, wer kämpft. Es darf jeder nur einmal kämpfen und welches Team dann zuerst Best of 3 oder Best of 5 gewinnt, das Team kommt dann weiter. Das Team, das dann weitergekommen ist, das hat die Chance, ein Turnier zu spielen. Und wer dieses Turnier unter dem Gewinnerteam gewinnt, der bekommt dann den Spawner. Also ich glaube, das solltet ihr alle gut verstanden haben. Wenn nicht, dann schreibt es nochmal in die Kommentare oder guckt euch das nochmal an. Wie gesagt, also falls ihr es nicht verstanden habt, das Gewinnerteam, was zuerst Best of 3 oder Best of 5 gewinnt, das kommt weiter und das spielt dann ein Turnier um den Spawner. Ja, also ihr spielt dann gegeneinander im Team und wer da dann gewinnt, der gewinnt den Spawner. Ich habe das jetzt diesmal extra so gemacht, weil das einfach sonst zu lange wäre. Ich will den Stream nicht zu lange halten, weil es ist extrem warm draußen am Samstag, zumindest bei mir. Und deswegen will ich das nicht so lang halten. Ich will meine Fenster nicht aufmachen, bei mir schreit hier da draußen rum. Deswegen will ich den Stream kurz halten, sonst wird es zu warm in meinem Zimmer. Und wir machen jetzt direkt mal das zweite Ding. Hier haben wir eine Anlage. Ihr bekommt hier kostenlos Karten für den Stream. Also wir haben ja 27 Stacks Karten drin insgesamt. Hier haben wir die Karten. Für die Karten müsst ihr einfach mal auf mein drittes GS auf City Build 4 kommen. Also einfach mal das hier eingeben in den Chat, was hier unten links steht. PH-Fan von Mr. Creative 3 auf City Build 4. Dann kommt ihr hier hin. Und ihr könnt hier einfach vorlaufen. Hier könnt ihr auf euch auf die Druckplatte stellen und nehmt euch so viele Karten, wie ihr wollt. Wirklich, ihr könnt die kopieren. Hier sind auch 27 Stacks drin. Wenn die alle sind, dann fühle ich natürlich welche nach, ne? Aber ihr könnt die natürlich auch, was ich auch sehr, sehr begrüßen würde, könnt ihr natürlich auch verteilen. Ihr könnt die natürlich verkaufen, aber verteilt die ruhig. Zeigt Leuten, dass da ein Stream ist hier am Samstag. Guckt mit euren Freunden vorbei, teilt euch das auf, ja? Also wir haben hier mehr als genug an Items, an Geld und so weiter. Da wird es einiges noch geben, wie gesagt. Und die Karten werde ich natürlich auch noch verteilen. Und übrigens heute am 18.07., wann dieses Video herauskommt, heute ist mein Kanal 5 Jahre alt geworden. Und in 2 Tagen startet dann der Eventstream dazu. Aber heute ist mein Kanal 5 Jahre alt geworden. Da habe ich auch schon einen Community-Beitrag dazu gemacht. Also vielen, vielen Dank nochmal, will ich hier nochmal sagen, an alle euch für den jahrelangen Support für 5 Jahre. Auch wenn die meisten nicht 5 Jahre jetzt dabei sind, aber ihr seid ja trotzdem viele von euch schon lange dabei. Deswegen hier nochmal vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich nochmal im Stream dafür, aber hier trotzdem nochmal vielen Dank an wirklich jeden von euch, der auf das Video alleine klickt. Ja, und also vielen Dank an jeden von euch über die 5 Jahre Support. Ist wirklich, wirklich cool und hätte ich nie gedacht, dass ich das 5 Jahre lang durchziehe. Ja, also ich würde sagen, auf die nächsten 5 Jahre. Bis zum 5-Jahres-Stream am Samstag um 15 Uhr. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin und ciao.